Hallo, ich bin Charlotte Buick, die Leiterin der Vorentwicklung wissenschaftlicher Missionen bei OHB. Ich möchte heute über interplanetare Reiserouten sprechen. Es geht darum, wie kommen wir von der Erde zu anderen Planeten oder Körpern in unserem Sonnensystem. Dazu müssen wir zunächst einmal die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Das heißt, wir müssen die Gravitation der Erde überkommen. Diese Fluchtgeschwindigkeit sind etwa 40.000 Kilometer pro Stunde. Und wenn wir diese erreicht haben, dann befinden wir uns auf einer ähnlichen Umlaufbahn wie die Erde um die Sonne, zum Beispiel etwas vor oder hinter der Erde. Aber wir bewegen uns dann frei im Sonnensystem. Trotzdem müssen wir ja jetzt noch zu der Kreisbahn des anderen Planeten kommen. Sagen wir mal, wir wollen zur Venus oder zum Mars. Und um das zu machen, müssen wir auf einen Transferorbit gehen. Wir machen jetzt einen sogenannten Hohmann-Transfer. Das bedeutet, wir suchen einen Orbit, der ein elliptischer ist und beide Kreisorbite schneidet. Und wenn wir uns auf dieser Bahn befinden, dann müssen wir das Ganze so timen, dass wenn wir dann ankommen bei unserem Zielplanet, zum Beispiel bei der Venus, dass wir dann genau dann ankommen, wenn auch die Venus an diesem Punkt in ihrem Orbit ist. Das bedeutet, es gibt nur bestimmte Zeitfenster, die man nutzen kann, um diesen Transfer zu machen. Zum Beispiel bei Mars gibt es alle 2 Jahre so einen günstigen Moment. Wenn man den verpasst, dann muss man noch mal 2 Jahre warten. Es gibt einen bestimmten Trick, den man anwenden kann, um noch mehr rauszuholen. Und das sind die planetaren Swingbys. Bei den planetaren Swingbys nutzt man die Gravitation der Planeten aus, indem man kurzzeitig in deren System eintritt und dann sie wieder verlässt. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man auf der Straße rennt und sich an einem Laternenmast festhält und einmal so halb rumschwingt. Und beim Austritt aus diesem System hat man dann einen ganz anderen Winkel. Und das kann man nutzen, um eine Manöveränderung zu machen, ohne dafür eigene Energie aufbringen zu müssen. Wenn man dann bei dem Planeten ankommt, kann man die Atmosphäre des Planeten nutzen, um abzubremsen. Das nennen wir Aerobraking. Dabei geht es darum, dass man so präzise beim Planeten in der Atmosphäre durchfliegt, dass man diese gerade so passiert, aber nicht auf der Oberfläche ankommt. Und da kann man eben diese Luftwiderstände in der Atmosphäre nutzen, um sich langsam wieder in dem System einzufinden, ohne dafür eigenen Treibstoff zu verwenden. Mit Aerobraking und planetaren Swingbys erreicht man so mehr als nur mit dem eigenen Antriebssystem.